Atomsenwerft gehört? Ja, Hans und Franzi sind vor Ort.
Hans hat wohl den Besitzer heldenhaft aus den Flammen gerettet. Echt? Geht's ihm gut? Ja. Aber ihr kennt ihn ja. Wenn's anders wäre, würde er es nicht zugeben. Bislang ist noch nicht klar, wer die Feuerwehr gerufen hat. Herr Thomsen selbst war es wohl nicht. Kümmert ihr euch drum? Mhm. Ja, klar. Sag mal, ist das der Thomsen? Ja, der mit den Zeppelinen. Hm? Seine Werft will keine Schiffe mehr bauen, sondern Luftschiffe. Ein bisschen schräg, der Typ, oder? Ach, Mattes, es gibt eine Menge Dinge, die du dir nicht vorstellen kannst. Vielleicht fehlt es dir einfach an Fantasie? Dafür kann ich mir andere Dinge sehr gut vorstellen. Rauchgasinhalation und Verbrennung zweiten Grades im linken Unterarm. Ah, ich bin Dr. Jonas in den Schockraum. Ist das der? Der Zeppelin, ich würde ja keine 10 Pferde reinkriegen. Was denn? Plötzlich Flugangst? Selbstleitung, Steve. Noch nie was von der Hindenburg gehört? Ein fliegender Teppich ist er sicherer. Die bleibt bitte, wo sie ist, ja? Und wir wechseln das Team. Danke dir. Scheint, als sei Thomsen allein auf dem Gelände gewesen. Die Arbeiter trudeln gerade erst alle ein. Fragt sich nur, wer angerufen hat. Sag mal, willst du nicht doch mitfahren? Da drin hat es ganz schön nach Spiritus gestunken. Du meinst Brandstiftung? Was ist hier passiert? Es hat gebrannt. Arbeiten Sie hier? Mein Name ist Sebastian Thomsen, ich bin der Sohn vom Chef. Ist jemand verletzt? Ihr Vater. Er ist im Elbkrankenhaus. Scheiße, danke. Wissen Sie schon, wie das passiert ist? Noch nicht. Der Brandermittler ist gerade eingetroffen. Ich geh mal rüber. Und du solltest duschen. Du stinkst. Du Held. Büro war der Oberbürgermeister auf sich mit einer Tapferkeitsmedaille, ne? Ja, ja, sag mal stopp. Ne? Ja, Brandermittler. Es wurde tatsächlich Brandbeschleuniger benutzt, genauer gesagt Ethanol. Aha, Klassiker. Heißer Abriss? Wie steht's finanziell um die Firma? Nicht so doller. Wie vielen anderen Werften geht's denen nicht so gut. Vielleicht setzt Thomsen deshalb auf Zeppeliner. Oder ganz pragmatisch auf Versicherungskohle. Wisst ihr schon, wer bei der Feuerwehr angerufen hat? Das war ein anonymer Anrufer. Die Kollegen haben gerade hier die Aufnahme durchgeschickt. Ich wollte nur melden, hier brennt. Der Thomsen darf Dreierdampf das Bürogebäude. Bringt uns nicht wirklich weiter, oder? Rauscht der total. Vielleicht kriegen die IT-Spezies das auch besser hin. Deutscher Pornokönig? Verheiratet? Haftet. So. Ich verstehe nicht, wieso die Sprinkleranlage nicht funktioniert hat. Sie gerade gewartet wird, Mama. Wie fühlen Sie sich denn? Kopfschmerzen, das ist alles. Wann kann ich denn hier raus? Naja, frühestens morgen. Wir müssen das noch ein bisschen beobachten. Ach, das ist doch Quatsch. Und die Firma, da gibt es wirklich so viel zu tun, gerade jetzt nach dem Brand. Legen Sie sich bitte wieder hin. Mit einer Raucher gibt uns nicht zu spaßen. Raimund, du lässt dir jetzt endlich mal was sagen und schonst dich. Sebastian kümmert sich doch um alles. Ach ja. Seht zu, dass ich ihn nicht aufregt. Ach, mein Retter. Ich habe mich doch gar nicht bedacht. Sie sind Frau Thomsen? Ja. Hauptkommissar Mohr, meine Kollegin Jung. Tag. Was waren das für Modelle? Zeppeliner. Prototypen. Aber es ist halb so wild. Ich lasse neue bauen. Noch bessere. Ist vielleicht mal eine Gelegenheit, über alles nachzudenken. Ja, denk du mal. Ich handle lieber. Wissen Sie was? Wenn alle so wären wie mein Sohn, dann gäbe es die Glühbirne nicht. Ach, was sag ich? Es gäbe ja nicht mal Hammer und Nagel. Wir würden alle noch in Höhlen sitzen und grübeln. Das ist vielleicht manchmal auch ganz gut, Papa. Ja, denk du mal erst mal nach, bevor du was sagst. Tschüss! Weiß man denn schon, wie das Feuer entstanden ist? Ja. Das war Brandstiftung. Ist Ihnen heute irgendjemand auf dem Gelände aufgefallen? Nein, niemand. Ich war allein. Was haben Sie da so früh gemacht? Ja, was glauben Sie denn? Arbeiten! Arbeiten! Mein Tag müsste 48 Stunden haben. Aber irgendjemand muss noch da gewesen sein. Es gab einen anonymen Anruf. Na, ernst? Keine Ahnung. Das ist ja seltsam. Zeppeliner, braucht man die heutzutage eigentlich noch? Gibt doch Flugzeuge,
Helikopter, Propellermaschinen. Außerdem hat das schon mal nicht funktioniert. Entschuldigung. Ich muss kurz mit Ihnen sprechen. Es geht um meinen Vater. Ja? Ich könnte mir gut vorstellen, dass er das Feuer selber gelegt hat. Wie bitte? Mein Vater ist wahrscheinlich krank. Also psychisch krank. Er braucht Hilfe. Ja, dann. Mein Vater hatte vor einem halben Jahr ein ziemliches Tief. Das war nicht das erste Mal, aber so schlimm war es noch nie. Wir dachten, dass er wahrscheinlich überarbeitet ist. Bist du deshalb zum Arzt? Nein, ich konnte ihn immerhin überreden, Urlaub zu machen. In der Zeit habe ich die Firma geleitet, das lief auch alles super. Zwei Monate später kommt er wieder zurück und ist wie ausgewechselt. Er platzt förmlich vor Energie und als erstes sagt er zu mir, dass die Firma sich neu aufstellen muss und er jetzt Zeppeline produzieren will. Was kompletter Schwachsinn ist, weil wir bauen und reparieren seit 70 Jahren Binnenschiffe. Daran haben wir Erfahrung. Aber nicht mit Zeppelin. Das bricht der Firma das Genick. Was sagt denn Ihre Mutter dazu? Die hält sich da raus. Aber ich habe mir nicht nur Sorgen um die Firma gemacht, sondern in erster Linie um meinen Vater. Und deshalb habe ich angefangen, im Internet zu recherchieren und ein bisschen was zu lesen. Und mittlerweile bin ich der Meinung, dass er eine bipolare Störung hat. Sie glauben erstmal, alles depressiv? Ich glaube nicht, dass Hobbypsychologie uns hier weiterbringt. Das klingt jetzt vielleicht komisch oder nach Hobbypsychologie, aber die Symptome passen total. Himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt, dazwischen gibt es nichts bei ihm. Ja, das mag ja alles sein. Sie behaupten, Ihr Vater hat das Feuer selbst gelegt. Haben Sie dafür einen konkreten Beweis? Er hat es im Grunde selber angekündigt. Ja, nein, aber ich möchte heute nicht nur auf unsere lange Firmengeschichte zurückblicken. Nein, ich möchte auch einen mutigen Blick in die Zukunft werfen. Denn wer stehen bleibt, hat schon verloren. Also, lasst uns vorangehen. Das hier ist unsere Gegenwart. Willst du noch ein? Und das hier? Willst du noch ein? Das ist unsere Zukunft. Aber nur aus der Asche des Alten kann das Neue entstehen. Lasst uns also mit dem Feuer der Begeisterung neue Pläne schmieden. Der zündet ein Papierschiffchen an und... Von Asche und Feuer ist die Rede, aber das kann man so oder so interpretieren. Ich bin Polizist und kein Poet. Mich interessiert nur, kündigt er auf dem Video eine Straftat an? Nee. Begeht er eine? Nee. Aber wenn er wirklich krank ist, manisch-depressive sind... unberechenbar. Ja, sind einige Gesunde auch. Aber warum belastet der Sohn den Vater? Ich bin zwar kein Psychologe, aber es gibt ein paar neue Fakten. Thomsen hat sich mit dem Amt angelegt. Er will die Remise abreißen und eine Halle für seine Zeppeline bauen. Die Remise steht aber unter Denkmalschutz. Dann brennt sie heute Morgen fast ab. Das ist ein komischer Zufall. So was Blödes. Ich kann doch nur so bescheuert sein. Helen, was ist denn los? Komm, lass uns abhauen. Wenn die auftaucht, gibt's nur Ärger. Mein Mantel ist weg. Ach, du hast ihn noch an. Das ist nicht mein Mantel. Man muss die Mäntel im Café vertauscht haben. Ich hab's gerade erst gemerkt, weil meine Schlüssel weg sind und das Handy fehlt. Jetzt mal ganz in Ruhe. Ist denn da irgendwas drin? Irgendwelche Papiere, Namen, Adresse? Ja, hier ist so eine Jahreskarte vom HVV. Was siehst du? Da haben wir schon meinen Namen. Langusten und Weißwein. Wann darf ich kommen? Die Sachen, die schlecht werden sollten, erst in den Kühlschrank. Wir versuchen, die Frau ausfindig zu machen. Und du rufst den Brandermittler an. Kommst du? Ja. Dann machen Sie mal die Augen zu und versuchen Sie, sich das vorzustellen. Das ist eine Revolution in... An die Wand. Revolution in Luftfahrttechnik, der Fortschritt der Wissenschaft. Ja, das Stilmemo schicke ich Ihnen rüber, sobald ich das Fax angeschlossen habe. Ja? Ich melde mich gleich nochmal. Gut. Danke. Aber es ist gut, dass Sie da sind. Ich brauche einen Anschluss für das Fax. Und gibt's hier WLAN? Soll ich Ihnen vielleicht noch einen Kaffee bringen? Nein, danke. Ich habe meinen eigenen mitgebracht. Hier passiert es. Ja, kommt doch ruhig rein. Er wollte euch gerade einen Kaffee anbieten. Vielleicht will Frau Dr. Jones auch noch einen. Das gibt's doch nicht. Immer noch besetzt. Mein Gott, so kann ich nicht arbeiten. Ja, wir würden auch gern weiterarbeiten. Das wird großartig. Ich sag's Ihnen, Luftschiffe sind unsere Zukunft. Ich weiß, viele halten mich für verrückt, aber das hat man über Galileo auch erst gesagt. Überlegen Sie doch mal, es gibt kaum CO2-Emissionen. Der Energieverbrauch ist gering, die sind so gut wie lautlos und die können schwere Lasten transportieren. Das ist einfach genial. Ja, jetzt sind wir erstmal dran. Sie haben Probleme mit dem Denkmalschutzamt. Kann es sein, dass Sie da heute Morgen ein bisschen nachgeholfen haben? Ich fache doch nicht meine eigenen Modelle und Pläne ab.
Ja, nur davon abgesehen habe ich längst eine neue Idee. Ich will die alte Werfthalle vergrößern und ihre Miese in das Gebäude integrieren. Ganz einfach. Auftrag dazu habe ich schon erteilt. Ja, warte. Habe ich gesehen. Ja. Danke. Gesebau, können Sie überprüfen. Also die KTU, die hat nochmal eine genauere Auswertung des anonymen Anrufs geschickt. Ich wollte nur melden, hier brennt. Auf dem Gelände der Thomsenwerft. Dreieralarm, das Bürogebäude. Das ist der Papenburg. Wie, Sie kennen den Mann? Ja, ja, natürlich. Der hat für mich gearbeitet, als Ingenieur. Wie hat gearbeitet? Ja, ich muss den letzten Monat kündigen. Der hat irgendwie vergessen, wer der Chef in der Firma ist. Haben Sie eine Adresse? Frau Razzi? So, ich habe die Frau erreicht. Sie hat die Verwechslung noch gar nicht bemerkt. Bringt sie den Mantel jetzt vorbei? Ja, das heißt nein. Sie hat erst noch einen Arzttermin. Zahnarzt. Hoffentlich eine Wurzelbehandlung. Danach kommt sie gleich vorbei. Danach? Toll. Ich bin hundemüde. Pass auf. Ich habe eine Idee. Du lässt den Mantel einfach hier. Ich rufe dir gleich ein Taxi. Und dann fährst du zu mir nach Hause und ruhst dich erstmal richtig aus. Im Badezimmerschrank müsste noch eine frische Zahnbürste sein. Es ist alles da. Mach's dir gemütlich. Danke dir. Du bist ein Schatz, das würde ich ohne dich machen. Thomsen hat einen anonymen Anruf erkannt. Ich hab die Adresse. Ja, okay. Bis später. Bis später. Langusten, Weißwein. Was kommt danach? Wir gehen in einen richtig harten Lessenclub. Nicht dein Ernst. Menschenskinder, wir sind befreundet. Machen das, was Freundinnen so tun. In Kneipen sitzen, quatschen, Spaß haben. Und bist du dir sicher, dass sie nicht mehr will? Mann, nur weil Helen auf Frauen steht, heißt es noch lange nicht, dass sie hinter allem her ist, was zwei Beine und keinen Bart hat. Naja, ich weiß nicht. Also wenn ich mich mit einer hübschen Frau verabrede, denke ich nicht nur an Tee trinken und quatschen. Warum soll das bei Helen anders sein? Weil sie nicht Mattes heißt. Komm schon, Melanie, sei nicht so naiv. Oder reizt sich das Spiel mit dem Feuer? Ein kleines bisschen? Ich muss mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich ein Feuer gemeldet habe. Nur normalerweise nennt man seinen Namen. Was haben Sie denn da gemacht? Wir arbeiten da doch gar nicht mehr. Ich war zufällig in der Nähe. Zufällig? Romantik am Trockendock oder was? Bei Ihrem Anruf haben Sie gemeldet, dass das Bürogebäude brennt. Die Kollegen vor Ort sagen, das kann man von der Straße aus gar nicht sehen. Ich glaube nicht, dass ich das gesagt habe. Okay. Hören Sie mal. Ich wollte nur melden, hier brennt. Auf dem Gelände der Thomsenwerft. Dreieralarm, das Bürogebäude. Ja, gut. Okay, ich war auf dem Gelände. Ich wollte mir meine Modelle zurückholen. Die da? Das sind historische Modelle. Nein, die Prototypen. Wissen Sie, wie viel Zeit ich dafür verwendet habe? Wochen, Monate. Sie wollten dort also einbrechen? Nein. Hey, nicht anfassen. Schritt zurück. Ganz ruhig bleiben. Ja? Ich wollte mir nur zurückholen, was mir gehört. Eigentlich mir gehört. Und uneigentlich Ihrem ehemaligen Chef. Als ich angekommen bin, da habe ich gleich gemerkt, dass es brennt. Das ist alles. Wissen Sie eigentlich, dass Herr Thomsen sich in dem Gebäude befindet? Was? Nein. Ist ihm was passiert? Er konnte gerade noch gerettet werden. Herr Papenburg, es geht hier um schwere Brandstiftung. Aber ich habe doch das Feuer nicht gelegt. Nebenan steht alles voll von dem Zeug. Wie oft denn noch? Ethanol wird auch als Lösungsmittel verwendet. Und die brauchen Sie für Ihre Forschung zu Hause. Das haben Sie uns schon dreimal erklärt. Tatsache ist aber, dass Ethanol auch für die Brandstiftung benutzt wurde. Und nach Ihrem Rauschmiss waren Sie sich ja ziemlich sauer auf Herrn Thomsen, oder? Ja, wundert Sie das? Die ganze Zeppelin-Sache, das war doch meine Idee. Aber er stellt sich damit vor jede Kamera. Haben Sie einmal meinen Namen gehört? Das haben Kollegen hinter der Remise auf dem Boden gefunden. Und von da wurde eine Ethanolspur zum Gebäude gelegt, direkt hier durchs Fenster. Fingerabdrücke werden noch überprüft. Ich hatte auch die Idee, wie man das Problem des Lastenausgleichs lösen kann. Ich erzählte Thomsen davon. Wir sind im selben Ruderclub. Er war sofort begeistert. Hat mich in seiner Firma angestellt, damit ich die Idee weiterentwickeln kann. Die Ihnen als Angestellter natürlich nicht gehört. Der Fußabdruck war neben dem Feuerzeug. Ja, das sehe ich. Aber welche Schuhgröße ist es? Warte, 44.
Ich prüfe mal, ob der Papenbock die gleiche Größe hat. Thomsen hat meine Idee auf die Firma patentieren lassen. Das fand ich nicht in Ordnung. Das habe ich ihm auch gesagt. Deutlich habe ich ihm das gesagt. Ja. Und dann hat er sie gefeuert. Herr Papenbock, welche Schuhgröße haben Sie? 42. 42. Und dann brennt es heute Morgen auf dem Firmengelände und Sie sind vor Ort. Was okay. Für ein riesengroßer Danke. Zufall. Aber ich war's nicht. Der Schuhabdruck war nicht von Papenbock. Komm mal. Bitte. Danke. Ich hab gewusst, dass ich das Feuerzeug schon mal gesehen habe. Guck mal hier. Ausgehen, dass die Remise mit diesem Feuerzeug angezündet worden ist. Und jetzt glauben Sie, dass mein Mann, Ihr Sohn glaubt, dass Ihr Mann manisch depressiv ist. Haben Sie darüber mal geredet? Ja, aber Sebastian neigt dazu zu übertreiben. Die beiden verstehen sich im Moment nicht besonders gut. Sind Ihnen in letzter Zeit bei Ihrem Mann extreme Stimmungsschwankungen aufgefallen? Ach, Raimund war schon immer sehr impulsiv. Er begeistert sich schnell für etwas und fällt dann genauso schnell in ein tiefes Loch, in eine Depression. Wie lange dauert denn so eine Depression? Eine Woche? Monate? Beim letzten Mal fast 2 Monate. Frau Thomsen, wenn Ihr Mann an dieser Krankheit leiden sollte, und das Feuer gelegt hat, dann ist er nicht nur für sich selbst, sondern auch für alle anderen eine extreme Gefahr. Natürlich bleiben wir im Zeitplan. Nein, die Halle. Nein, jetzt nicht! Die Halle wird gebaut. Jetzt nicht, habe ich gesagt. Ja, nein, nein, nicht Sie. Ja, ja, das habe ich im Griff. Nein, 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 der redet nicht von Abriss. Das Gebäude wird integriert. Ja? Ja, ich muss jetzt Schluss machen. Ich rufe Sie zurück. Entschuldigung, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie sind ja produktiv. Ja, und? Dr. Philipp Jung, ich bin als Konziliarpsychiater hinzugezogen worden. Bitte? Ja. Was soll denn das? Soll ich für verrückt erklärt werden, oder was? Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst, ne? Wer steckt denn dahinter? Mein Sohn, sagen Sie es ruhig. Mein Sohn steckt dahinter. Herr Thomsen, es wird hier niemand für verrückt erklärt, okay? Ich möchte mich einfach nur ein bisschen mit Ihnen unterhalten. Ist es machbar? Natürlich unterhalten wir uns. Ich habe nichts zu verbergen. Das ist prima. Darf ich? Ja, nehmen Sie Platz. Nehmen Sie Platz. Kaffee? Ja. Rauszufinden. Mit uns redet er auch nicht. Hans, der Pandozist. Halb Pantomime, halb Polizist, ne? Vielleicht besser Polymime. Die Remise hat ein elektronisches Schließsystem. Vielleicht könnte man den Speicher auslesen und so feststellen, ob jemand vor Thomsen im Gebäude war. Ich sag den Kollegen von der KTU Bescheid. Das ist ja alles schön und gut, aber was machen Sie bei Sturm? Ich meine, so ein Zeppelin, das ist doch wahnsinnig windanfällig. Lässt sich lösen, man muss nur entsprechend starke Turbinen einbauen. Aber Sie denken mit, was gefällt mir. Ich sollte Sie einstellen, ich kann kluge Köpfe gebrauchen. Sag Sie, was verdienen Sie? Das werde ich Ihnen jetzt nicht sagen, Herr Thomsen. Ich gebe Ihnen das Doppelte. Ach,
Was? Gib mir das Dreifache. Sie sind doch Beamter, hm? Da muss ich nicht so tief in die Tasche greifen. Ja, der war gut. Sie schlafen schlecht? Kurz. 3 bis 4 Stunden reichen mir. Ich habe keine Zeit zu verschwenden. Verständlich. Es gab da vor nicht allzu langer Zeit eine Situation, da haben Sie sich komplett aus dem Geschäft zurückgezogen. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man sich hier umschaut. Ich meine, wie kam es dazu? Waren Sie überfordert? Warte, überfordert? Jetzt kommen Sie mir doch nicht mit diesem Psychogebäsch. Mein Gott, überfordert. Sie sind auch einer von diesen Hilfsbremsern, so ein Neinsager wie mein Sohn. Eben wollten Sie mich noch einstellen. Ja, habe ich mir anders überlegt. Sie sind gefeuert! So, und jetzt muss ich arbeiten. Eine Frage hätte ich noch. Außer mir und Ihrem Sohn, wer gehört denn noch alles zu diesen Hilfsbremsern und Neinsagern? Diese Sesselfurze vom Amt mit ihren idiotischen Bauvorschriften. Investoren, die nur die Bretter vor ihren Köpfen sehen, mit solchen Typen, da kann man keinen Krieg gewinnen. Krieg? Ja. Sie empfinden Ihr Geschäft als Krieg? Ja, natürlich. Alles ist Krieg. Und die Feinde sind... Überall. Aber das macht nichts. Weil ich werde trotzdem gewinnen. Was das? Ja, ich bleib dran. Damit riecht's nicht verbrannt, oder? Nee. Sicher? Okay, danke. Also die KTU sagt, dass die Schuhe vom Thomsen nicht zu den Abdrücken am Tatort passen. Dann meinst du also, dass er es nicht gewesen sein könnte? Ja, siehste. Naja, warten wir das Ergebnis der Schuhabdrücke von Sebastian Thomsen ab. Du meinst vom Sohn? Ich weiß nicht. Was ist mit dem Feuerzeug? Und mit dem Streit mit dem Denkmalschutzamt? Das Feuerzeug kann irgendjemand an sich genommen haben. Und den Streit mit dem Denkmalschutzamt, den hat Raimund Thomsen ad acta gelegt. Er will nämlich die Remise jetzt in sein neues Projekt integrieren. Der Auftrag ist schon erteilt. Ja, das sagt er. Mattes versucht es gerade zu überprüfen. Thomsen war nicht unbedingt voller Anerkennung für seinen Sohn. So, bitte. Also stimmt es. Vater ist krank. Ich glaube, dass er gerade eine manische Episode durchmacht. Zudem der Schlafentzug. Da lässt die nächste depressive Phase nicht lange auf sich warten. Und wie können wir ihm helfen? Ich würde dringend zu einer ambulanten Therapie raten. Ganz freiwillig, ihr denkt doch, er ist gesund. Eine Alternative ist die Zwangsunterbringung. Hat er jemals versucht, sich umzubringen? Der Unfall? Er ist vor einem knappen Jahr mit dem Auto gegen Baum gerast. Er hat gesagt, er ist am Steuer eingeschlafen. Also ich weiß nicht. Und es gab wirklich keine Hinweise auf einen Suizidversuch? Nein. Doch. Was? Es gab einen Abschiedsbrief. Ich habe ihn damals vernichtet. Dein Vater hat mich darum gebeten, als er im Krankenhaus lag. Warum hast du mir nicht so lange gesagt? Ich wollte dich nicht damit belasten. Ich hab's ihm doch versprochen. Mit dem Brief als Beweis hätten wir ihm helfen können. Wie denn? Wenn er sich wahrhaben will... Mama! Herr Thomsen, genau darum geht es jetzt. Ich werde mich um einen richterlichen Beschluss kümmern. Ihr Mann ist wirklich in einem sehr kritischen Zustand, Frau Thomsen. Wir dürfen kein Risiko eingehen, dass er sich oder andere gefährdet. Vielen Dank. Ja. Raimund. Was denn? Ich habe keine Zeit. Raimund, wir möchten dir gerne etwas sagen. Aber was gibt's denn? Wir haben gemeinsam entschieden, dich für eine gewisse Zeit unter neurologische Beobachtung stellen zu lassen. Raimund? Hm? Was ist? Du wirst für eine gewisse Zeit psychiatrisch beobachtet. Psychiatrie? Es geht dir nicht gut, Raimund. Es geht dir nicht gut, du bist krank. Du musst dich nur zu behandeln gehen. Es ist wirklich nur vorübergehend. Es geht darum, sie aus der momentanen Stresssituation herauszunehmen. Damit sie erstmal nicht so zu Hause verherrscht. Genau, das haben wir euch ja fein ausgedacht. Ja, mich aus dem Verkehr ziehen, damit ich meine Pläne stoppen kann. Nein, Raimund, lass dich bitte. Was hat Ihnen mein Sohn dafür bezahlt? Was hat er dafür bezahlt? Ihr helfen, Papa. Was soll das? Was soll das? Ich würde noch mehr tun, mein Lieber. Lassen Sie mich los, Herrgott, doch mal. Was soll denn das? Sie bleiben bei ihm, bis er abgeholt wird. Ist ja gut.
Thomsen hat die Wahrheit gesagt. Er hat tatsächlich vor ein paar Tagen die Firma Gesobau mit dem Ausbau der Werfthalle beauftragt. Die Remise ist Teil davon. Danke sehr. Aber jetzt wird's interessant. Einen Tag nach Vertragsabschluss ist der Junior bei dem Chef der Baufirma aufgetaucht und hat versucht, den Auftrag rückgängig zu machen. Auf welcher Grundlage? Danke. Tschüss. Bitte. Weil sein Vater angeblich geschäftsunfähig ist. Er hat dem Mann sogar mit einem Rechtsstreit gedroht. Sebastian Thomsen hat beim Amtsgericht einen Eilantrag gestellt, weil er will, dass sein Vater für geschäftsunfähig erklärt wird. Ist abgelehnt worden. Damals gab es keine Hinweise, dass er fremd- oder selbstgefährdend ist. Das hat sich inzwischen geändert. Halt mal. Du kommst mit. Nase. Oh, danke. Schreib das alles zusammen, dann schicke ich Ihnen den Bericht. Okay, ich melde mich wieder bei Ihnen. Danke. Moin, wird ganz schön teuer. Die Versicherung zahlt natürlich nicht, wenn der Besitzer das Feuer selber gelegt hat. Dann kennt er das ja gar nicht. Sondern wer soll das denn sonst gewesen sein? Warum haben Sie uns denn nichts von Ihrem Antrag beim Vormundschaftsgericht erzählt? Sie wollten sich als Betreuer einsetzen lassen, aber der Antrag wurde abgelehnt. Mit einer Brandstiftung hätte sich das natürlich geändert. Moment mal, wollen Sie sagen, ich hätte das Feuer gelegt, um es meinem Vater in die Schuhe zu schieben? Geht's Ihnen noch ganz gut? Ja, ich habe diesen Antrag gestellt, aber es ist mir weiß Gott nicht leicht gefallen. Sie haben überhaupt keine Ahnung, was wir hier durchmachen müssen. Hätte ich warten sollen, bis mein Vater die Firma ruiniert, nur weil er seine Zeppeline bauen will? Zum Glück ist das Ding vom Tisch und er lässt sich jetzt behandeln. Letztendlich ist doch alles so gelaufen, wie Sie es wollten. Sie leiten jetzt die Firma, oder? Ja, genau, und deswegen habe ich jede Menge zu tun. Auf Wiedersehen. Sie haben uns noch was verschwiegen. Sie waren noch vor Ihrem Vater im Gebäude. Und Sie haben doch gesehen, dass ich nach dem Brand gekommen bin. Die KTU hat den Speicher des elektronischen Schließsystems ausgelesen. Ihre Schlüsselkarte wurde um 7.04 Uhr registriert, also genau eine Viertelstunde, bevor der Brand gemeldet wurde. Das kann nicht sein. Nein? Nein, da saß ich im Flieger. Ich bin um 7.05 Uhr gelandet aus Frankfurt. Das können Sie gerne überprüfen. Haben Sie noch eine zweite Karte? Ja. Irgendwo, keine Ahnung. Frauke? Wir lassen uns auf jeden Fall das... Ja, danke. Thomsen ist aus dem EKH abgehauen. Die gesuchte Person ist etwa 50 Jahre alt, ca. 1,80 groß und trägt einen Morgenmantel. Der Mann wurde zuletzt im Elbkrankenhaus gesehen. Noch keine Spur von Thomsen? Franzi und Hans versuchen es bei ihm zu Hause. Kannst du für die beiden was überprüfen, ob Sebastian Thomsen heute Morgen um 7.05 Uhr im Flieger aus Frankfurt war? Mach ich. Ach, Mantel von Frau Anessa ist abgegeben worden. Vielen Dank. Bitte. Interessantes entdeckt. Oha. Was, oha? Na, so möchte ich auch mal angeguckt werden. So? Nee. So verliebt? Spinnst ja. Na, wenn du meinst. Und? Irgendwas entdeckt? Rate, wem die Werft gehört. Entschuldige, Melanie. Weiter? Die 47 war da hinten, zu deiner Erinnerung. Aha. Okay, gut. Danke, tschüss. Also, Thomsen Junior hat nicht gelogen. Er war zu dem Zeitpunkt noch im Flieger. Das heißt, jemand anders hat seine Chipkarte benutzt. Melanie meinte, dass er so komisch reagiert hatte. So, als hätte er eine Ahnung, um wen es sich handeln könnte. Na, schweigt, um jemand anderen zu schützen. Tja. 47? Super, bin begeistert.